Willkommen bei einer weiteren Schiffvorstellung. Dieses Mal handelt es sich um die Misk Freelancer mit dem Nico. Hi. Leider. Hi. ja, wir können uns kurz das Schiff von außen anschauen. Allerdings nicht zu lange, aber ich finde, das Schiff ist sehr, sehr laut. So, also, dieser Misk Freelancer ist für Erkundungen mit Milizaufgaben und größere Frachttransporte geeignet. Es hat eine extrem gute Treibstoffeffizienz, da es eine Cyan-Technologie mit drin hat, mit der das halt sehr gut verbessert wurde. Es hat einen großen Laderaum mit einer Laderampe, dadurch können wir auch Fahrzeuge mitführen, was zum Beispiel die Constellation kann, aber das Schiff halt auch. Und dadurch ist es halt vor allem mit den Funktionen, was die Freelancer so kann, ein sehr kostengünstiges Schiff. Es ist für 2 bis 4 Leute gedacht, man kann es aber auch alleine fliegen und es hat eine Cargo von 66 SCU. Die Freelancer besitzt einen Maximal-SCM-Speed von 205 Metern pro Sekunde und einen Afterburner-Speed von 1005 Metern. Außerdem hat dieser eine Turret mit je 2 Laserkanonen, die bemannt werden muss, und 2 3 Ballistikkanonen, jeweils auch 2-mal. Wenn man nur ein Pilot ist, ist die nach vorne gerichtet. Das sind also beide nach vorne gerichtet. Wenn man mehr als einer ein Pilot ist, dann kann man die über Remote komplett in alle Richtungen steuern. Außerdem besitzt die Freelancer 4x2 Ignite, sind Raketen, und auch 4x3 Arrestor-Raketen. Genau. Und zu den Turrets, um kurz zu sagen, welche sind, einmal die bemannbare aus hinten, die oben drauf ist. Sieht man auch schon ein bisschen. Und die beiden Remote-Turrets sind die hier, die halt im Einzelnen nur nach vorne schießen können. Korrekt. Wir können uns das vielleicht schon mal von innen anschauen. Ich schieße kurz mal mit dem Ding. Was ich ganz cool finde, ja, dass die halt, ich glaube, ich gerade nicht so gut. Eben dachte ich, die schießen über Kreuz, aber anscheinend doch nicht. Aber ich finde die Waffen ziemlich cool. Von den Chores. Wir können kurz von außen schauen. Und ja, wie gesagt, wenn man ein paar mehr Leute jetzt quasi auch von anderen Leuten bedienen lassen, dadurch kann man halt dann viel besser gegen Gegner quasi kämpfen. So, lass doch mal einfach mal aussteigen, würde ich sagen. Und dann können wir uns hier auf innen mal kurz anschauen. So. Also wir haben einmal hier hinten ein paar Betten für die Crew. Hier neben ist, hier neben haben wir was? Ein Airlock. Ah, hier geht's da draußen wahrscheinlich. Ah. Das können wir aufmachen und dann kann man hier noch eine Leiter ausfallen lassen nach draußen. Machen wir die gleich nicht. So, hier haben wir dann, stellen wir einfach mal einen Frachtraum, wo man Fracht lagern kann. Hier sieht man auch diese Frachtcrates auf dem Boden. Wahrscheinlich, ja. Und hier hinten ist ja der etwas größere Laderaum. Wo man, habe ich gesehen, warte. War das hier oder war das hier vorne? Moment. Konnte man doch irgendwas offen zumachen oder war das hier? Moment! Das war hier gewesen. Ich konnte mal offen zumachen. Guck mal. Was hat. Hier kann man auf so eine Kaffeemaschine quasi oder so eine Mikrowelle. Getränkeautomat-Ding ausfahren mit unten mit so Sachen dran. Nice. Das ist cool. Was ist hier? Ah! Toilette! Oder so eine Art. Oder zumindest Bad. Oder was ist das? Was ist das, Toilette? Ich sehe es nicht. Ist doch Dusche. Das ist eine Dusche. Ja, Dusche oben. Ah. Stimmt. Wow. Ja. Kann man auch als Toilette benutzen oder so. So, Was wird in die Cargo reinlaufen? Ja. Genau. Hier können wir Cargo reinstellen und unter anderem halt natürlich auch ein Fahrzeug. Ich kann ja mitten aufmachen. Hoffe, wir sterben nicht. Ja, Leute, funktioniert. Und dann kann man halt das alles kaputt, um Fahrzeug reinzufahren und rauszufahren. Je nachdem, wie voll man halt das Schiff mit Cargo belegt, ne? Ganz cool. Generell ist halt für viel einsetzbar das Schiff. Ich denke mal, da wird wahrscheinlich nur eine Dragonfly oder eine Nox reinpassen, weil Dragonfly schon kritisch wird. Ne, Dragonfly geht safe rein. Ein Cyclone wird wahrscheinlich. Oh, ein Cyclone? Ich kann es gerade nicht einschätzen, aber ein Cyclone glaube ich auch nicht. Ich glaube, es wird eher drauf sein für Dragonfly, Nox. Oder sowas in Richtung. Ja. Vielleicht eine Razor, aber es wird auch schon. Ja, aber. Ja, Razor ist ja eher wieder ein Schiff. Aber ich glaube, was hier drin landen kann, denke ich ja nicht. Ich glaube, das geht nicht. What? Lol. Alter, ich liege auf dem Boden. Aha! Du. Die Tour? Alter. Nico ist ohnmächtig geworden. Jetzt sollte die Klappe wieder schließen. Nicht einschlafen. Nico, ja, was los? Bist du hingefallen oder was? Bist du über deine eigenen Füße gestolpert? Moin, ich schau, also du planest mich. Hast du was gemacht?
Ja, auf jeden Fall ist es sehr viel einsetzbar, halt vor allem für Erkundungen und sowas, auf Frachttransporte. Man muss aber denken, es gibt verschiedene Versionen. Das ist die normale Standardversion von der Freelancer. Es gibt auch noch andere wie die Freelancer Max und sowas, die da teilweise auf manchen Sachen noch besser sind, zum Beispiel auch im Militär und sowas. Die haben jetzt aber nicht aufgelistet, weil es einfach zu viel wäre, es für jeden die Stats noch rauszusuchen. Wer sich dafür gegen auch interessiert, kann sich ja dazu noch ein paar Sachen durchlesen. Auf jeden Fall ist das die normale Standardversion von der Freelancer. Ja, die, wie ich finde, immer noch mega laut außerhalb ist. Immer draußen. Zum Glück habe ich außerhalb keinen Sound. Ja, die Uhr irgendwie nicht so. Ja, aber gut. Sonst einfach komplett weg. Genau. Ja, zum Teil. Und ja, das war's mit der Schiffsvorstellung gewesen. Und dann danke fürs Zusehen. Und tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao.